Wie viel der ist heute? Scheiße, ich schreibe bald Prüfung, ey. Scheiße. Heute kommt der Flow online. Scheiße, ey. Müssen loslegen. Schnell einloggen. Ach Mann, ey. Das brauche ich jetzt. Okay. Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Let's do this. Florencia wieder online. Wir gehen einfach mal auf den ganz normalen Server. Big Roy natürlich. Und wir haben zum Glück schon einen Char erstellt. Hab somit auch den Namen, den ich mir eigentlich schon immer mal machen wollte. Wir legen jetzt mit Clyde los und ja, ihr seht schon, es ist natürlich richtig viel los. Und ja, da wird es jetzt natürlich auch schwierig, da irgendwie an irgendwas ranzukommen. An irgendwelche Mobs, aber wir gucken mal. Oh ja, das ist echt hässlich hier und es ruckelt auch ziemlich. Schon ziemlich ätzend hier, muss man sagen. Da vielleicht bei den Strong Fungis irgendwo irgendwas, nee. Nee, also das ist echt unmöglich hier. Haben wir im Inventar noch irgendwas? Ja, das brauchen wir ja auf jeden Fall wieder. Moment, da muss ich jetzt natürlich noch gucken. Ja, wir wollen natürlich diesmal einen anderen Char machen, eine andere Klasse. Wir sind als Noble und wollen dann später auch einen Court Magic draus machen, CM. Und ja. Ich wäre froh, wenn ich endlich mal einen Mob kriegen würde und ja. Kommt schon, irgendein Mob, Level 4 kriegen wir denn down? Nein, wir machen überhaupt keinen Damage, herrlich. Ist ja richtig herrlich. Aber uns hilft da jemand, dann sollten wir es vielleicht schaffen. Aber Leute, das ist echt totaler Chaos hier. Ach man. Ja, aber es war eigentlich zu erwarten. Ich werde jetzt natürlich euch demnächst noch einige Parts liefern. Was? Und ich habe nichts an XP bekommen. Florencia, danke für das System. Dass nur einer XP kriegt, oder wie? Hey, das ist ja echt zum Kotzen. Ja, also Leute, wir müssen jetzt direkt einen Cut machen, weil ihr... Ich wollte euch einfach mal zeigen, was für ein Chaos das ist. Das geht einfach überhaupt nicht. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat. Ja, jetzt ist endlich ein bisschen mehr Platz. Moment, wie viel Uhr ist? Das muss ich jetzt kurz gucken. Verdammt, ich komme jetzt hier gerade gar nicht raus. 23.38 Uhr, ja. Es geht, finde ich schon. Kann man schon mal so machen. Moment, wir müssen jetzt hier natürlich noch ein paar Quests machen. Ihr seht's, ich bin auch schon Level 9. Also hin und wieder hat man schon ein paar Mobs gefunden auf dem NoPvP-Server. Also auf Server 2 ging es eigentlich schon besser. Moment, wir mussten doch da... Fungis... Ja, normale Fungis, Wuchsmovik Fungis auch killen, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben hier, glaube ich, auch neue Skills, so viel ich weiß. Okay, wir killen mal normale Fungis. Moment, die sollten wir vielleicht mal finden. Normale Fungis da. Ja, man merkt schon, dass es jetzt halt schon wieder ein bisschen nachlässt mit den Spielern. Moment, ich kann noch ein bisschen skillen hier. Das hier sollte ich auf jeden Fall mal hoch machen. Wo ziehe ich mir das jetzt am besten rein? Moment. Ist jetzt ein bisschen außerhalb meines Sichtfeldes, aber es macht ja nichts. Ja, hier droppen wir auch noch die Magic Candles. Davon haben wir auch schon richtig viele. Ich werde natürlich gucken, dass ich euch ziemlich viel Stoff schon liefere. Dass ich jetzt ganz viel auf einmal aufnehme. Ich werde aber einiges natürlich auch
offscreen machen, also mehr als am Anfang. Und für diejenigen, die natürlich jetzt so irgendwie nicht sich zurechtfinden, die sollen einfach mal in Part 1 gucken. Da habe ich auch als richtiger Noob angefangen, das merkt man auch. War schon peinlich, wie schlecht ich mich da ausgekannt habe. Aber man, das war halt einfach mein erster richtiger Char in Florencia, muss man schon sagen. Mein Mercenary, da habe ich mich fast nur leveln lassen, war dann nur Level 8 bis zum Schluss. Aber jawohl, jetzt haben wir hier den Quest erledigt. Das heißt, wir können eigentlich. Moment, das war ja nur mit den Magic Candles, oder? Vernichtung von Nanani, nee, Quatsch, das können wir noch machen. Oder gehen wir schon mal hier hin zu den Strange Mushrooms und erledigen dann den Quest. Ja, bald Level 10, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Dann weiß ich nicht, ob sich's anbieten würde, erstmal C-Level zu machen. Weil ich ja in eine Gilde will, vielleicht brauchen die noch einen, der da ein bisschen C-Level auch hat, damit man auch Gilden halt eine Gilde gründen kann. Und ja, hier sind ja sogar noch ein paar aus meiner Gruppe, das ist natürlich nicht schlecht. Da kriegen wir natürlich auch noch direkt die Cotton Mushrooms zusammen. Brauchen, glaube ich, normale, ja, genau. Nicht die Rotten Mushrooms. Naja, egal. Kill mal einfach alles, was sich bewegt, wie halt immer. Ist halt schon noch ziemlich viel los, aber so ist es halt. Vielleicht gehe ich jetzt doch erstmal ein bisschen weiter. Oh Mann. Ich krieg die Mobs gerade nicht. Ja, am Anfang, da habt ihr es ja gesehen, da war einfach alles voll. Man hat keinen einzigen Mob killen können. Jetzt, ja, ist immer noch so, dass einige Mobs klauen, aber es ist nicht mehr so brutal wie zuvor. Moment, wie viel brauche ich denn überhaupt noch? 3 von 15. Ach, das ist natürlich schon noch ein bisschen zu viel. Ups. Ja, genau, jetzt seht ihr hier. Mir wurde schon geschrieben. Ich finde es ja toll, dass ihr mir versucht, Tipps zu geben, aber ich habe manchmal echt Tipps gesehen, da habe ich mir gedacht, hast du überhaupt irgendeinen Part von mir gesehen? Weil, jetzt mal im Ernst, ihr müsst mir nicht erklären, was ein AOE-Skill ist, zum Beispiel. Das müsst ihr mir echt nicht erklären. Ich spiele so viele MMOs und das ist in jedem MMO gleich. Und ja, ich weiß, wofür die Abkürzung steht. Ich kann Englisch, also. Das müsst ihr mir echt nicht schreiben. Und es hat auch geheißen, dass ich doch mal die AOE-Skills auf Max machen soll. Aber Leute, das war auf Maximum. Und ich habe auch extra Gewandtheit geskillt, dass meine AOEs noch mehr Damage machen. Also ich habe das maximal aufgewertet, meine AOE-Skills. Da konnte ich einfach nicht mehr viel machen. Aber trotzdem, danke. Ich fand es ja auch echt toll, dass manche die Fragen hatten, auch von euch beantwortet wurden halt. Das fand ich auch sehr toll, weil ja, ich kenne mich schon jetzt ein bisschen damit aus mit dem Spiel, aber wenn es halt so Fragen sind, dann ist schon toll, wenn das ein noch erfahrener Flow-Spieler als jetzt ich die beantworten kann, weil ich bin ja einfach noch kein erfahrener Flow-Spieler, muss man schon sagen. Und ja, vielen Dank dafür. Und ja, es wäre toll, wenn wir diese Community immer noch ausbauen, damit ihr auch euch gegenseitig helfen könnt in den Kommentaren, dass ja, dass da immer auf Rückmeldung stößt, wenn ihr selber Fragen habt, Probleme habt und wenn ihr helfen könnt, das ist natürlich auch toll, dass ihr das dann macht. Ja, aber jetzt irgendwie ist mir das hier doch ein bisschen zu viel noch von den Leuten. Jetzt hier nochmal ein Cotton Mushroom, komm schon. Ah, ne, der da hinten wird auch schon angegriffen, schade. 7 von 15, ja, die kriegen wir noch hin. Das ist jetzt kein großes Problem. Was haben wir hier noch? Ja, genau, wir haben aus dem ersten Brief diesen Anzug bekommen. Ist für den Start, ups. Ist für den Start natürlich richtig nice. Dann haben wir hier diese Suit bekommen aus der Truhe.
Und ich habe schon wieder ziemlich viel unnötiges Zeugs aufgehoben. Ah, wir können hier noch sogar Ohrringe anlegen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Magic Book of Fireball, oh, das habe ich nochmal gekauft. Das war natürlich nicht geplant. Kottenmaschung, komm. Nein! Mann, wieso one-hitterte die schon? Nein, komm schon, meiner. Nein, meiner. Nicht wirklich. Wieso zählt es nicht für beide? Das ist doch so assi. Den krieg ich bestimmt auch nicht, oder? Wenn ich den nicht krieg, dann gehe ich weiter. Ey, lass es doch, Mann! Genau, geht doch. 8 von 15. Komm schon. Nein! Ja, das ist halt ein Floh schon echt dreckig gemacht, muss ich echt sagen, dass wenn zwei Chars auf einen Mobs hauen und die ungefähr gleich viel Damage machen, kriegt trotzdem nur einer XP. Das ist so fies. Ja, hallo? Ich will vielleicht. Ach, Alter. Ja, das ist nichts für einen Mädchenspieler wie mich hier. Da wird man einfach zu aggressiv. Komm, jawohl, das ist meiner. Ist echt schlimm, Leute. Verdammt, jetzt habe ich natürlich die Stoppuhr gestoppt. Naja, egal. Macht nichts. Ja, nächste Parts werden dann wieder natürlich ohne Facecam sein. Als ziemlich umständlich. Meine Webcam ist leider nicht gut genug, um die wirklich dafür einsetzen zu können. Mach das jetzt mit meinem Tablet. Komm schon. Den kriege ich doch. Jawohl. Ja, als CM wird es, denke ich mal, schon ziemlich nice. Ich habe mich ja jetzt eigentlich schon an Saint gewöhnt. Vor allem natürlich an Schamane. Schon toll, wenn man sich heilen kann und zusätzlich richtig gute AOEs raushaut. Aber ich bin mir sicher, ich komme auch damit zurecht. Ja, Mann. Ich stehe, glaube ich, einfach ein bisschen falsch, oder? Ich müsste mich mal auf eine Stelle konzentrieren. Jetzt hier, komm. Ah. Genau. Jetzt hier mal den. Wie hieß es? Eisball, oder? Ja. Eisball, Feuerball, wie auch immer. Single Target Shot. Ups, jetzt habe ich es wieder ausgeblendet. Wie viel brauchen wir noch? Drei Stück noch. Ja, herrlich. Ja, also der Part, keine Ahnung, wie lang der dann wird. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn der länger oder kürzer wird. Jawohl. Ich hab ihn. Ey, Mann. Habe ich den noch angerechnet bekommen oder nicht? Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Moment. 13 von 15. Doch, ich glaube, ich habe ihn bekommen. Ja, ich spiele jetzt schon noch tief in die Nacht hinein. Komm schon. Gut. Den hatte ich eigentlich zuerst. Und jawohl, abgeschlossen. Wuhu. Dann können wir gleich direkt weiter zu den Devil Walker Scarecrows. Und ja. Wir haben noch sehr viele Quests. Davon haben wir aber schon einige abgeschlossen. Was haben wir hier noch? Au, Waldboss. Die sind ja da auch in der Ground Parrots. Da laufen wir jetzt vorbei, aber das sind gerade ziemlich viele frei, das gefällt mir. Ups, jetzt hau ich natürlich gerade den an, der nicht frei ist. Das muss natürlich nicht sein. Wie viel brauchen wir da? 10 Stück. Das kriegt man doch hin. Ah, okay, da kann man sie mehr oder weniger auch einfrieren, gut. Sehr schön. Ach Mann, ich verklick mich immer noch. Merkt man schon, dass ich eine Weile nicht mehr gespielt habe. Ah, so viele Ground Parrots sind doch nicht frei. Aber es geht schon. Ja, wir werden immer noch mit dem Kariat unterwegs sein, deshalb passt das Screen immerhin noch. Habe ich mir auch einigermaßen Mühe gegeben. Hat nicht so ganz einfach geklappt, da den Hintergrund rauszufügen. Aber egal.
weiter hier am Leveln, sind bald Level 10. Sieht doch richtig gut aus. Oh, die sind schon offline. Ja, okay, die müssen morgen früh raus. Ich eigentlich auch, aber nicht so früh. Von dem her ist das schon noch okay. Ja, dann machen wir den Quest noch und dann erledige ich mal vielleicht den ersten Schwung an Quests und dann sehen wir uns danach wieder. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen Action zeigen hier, bisschen Durchhaltevermögen hier. Bisschen Energie wieder. So, droppen wir hier vielleicht mal was. Sinnvolles Miner Powder, immer wichtig. Aber jetzt mittlerweile geht's echt, da bin ich echt zufrieden. Komm schon, ja, genau. Freue mich schon auf unseren ersten AOE-Skill. 5 von 10 Grand Parrots, okay. Eigentlich könnten wir den Skill gleich rausziehen, weil den werden wir nie verwenden und dann machen wir es. Ah, verdammt. Ja, ich verrenke mich da jetzt kaum, aber. Läuft. Ach, verdammt. Jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Oh Mann, ich war so. Ach, ich wusste, dass ich nicht an alles denke. Natürlich ein bisschen chillige Levelmusik. Werdet ihr in den nächsten Parts natürlich auch immer wieder haben, jetzt ein bisschen Hintergrundmusik. GEMA-freie Musik natürlich werdet ihr wahrscheinlich nichts kennen. Sind auch nicht die besten Songs. Von denen ich fühle ich mich teilweise schon noch ein bisschen genervt, aber ich habe halt nicht so viel Zeit gehabt, da wirklich eine gescheite Playlist zu erstellen. Aber ein paar Lieder sind schon ziemlich nice, finde ich. Muss ja auch nur chillig sein. Und nicht besonders viel mehr. Was ist jetzt mit dem Skill los? Hängt der oder wie? Ne, der hat eine längere Aufladezeit, deshalb. Naja, das sieht man halt nicht, wenn da das riesen Tablet da im Weg steht. Und wuhu, Level 10. Ja, ihr seht's, wir machen weiterhin natürlich fast alles auf Gewandtheit und noch ein bisschen Weisheit. Wenn wir dann anfangen mit C-Leveln, wurde mir gesagt, dass ich dann noch ein bisschen auf Konstitution skillen soll. Ja, ein bisschen Konstitution ist natürlich wichtig, dass wir jetzt ein bisschen mehr aushalten. Aber es geht schon ziemlich schnell voran, wenn man sich ein bisschen hier in dem Game auskennt. Ist natürlich bei allen Games so, aber wenn man dann noch ein paar Leute hat, mit denen man ab und zu zählen kann, ist man da schon noch ein bisschen mehr motiviert. Und wir haben bald die Magic Candles vollständig, aber ich werde wahrscheinlich erst, wenn wir einen AOE-Skill haben, dann auch wirklich den Quest abschließen. Weil wenn wir jetzt Single Mobs hauen, dann bringt das, finde ich, nicht so viel. Dann brauchen wir nicht so viel HP. Ja. Ach so, wir haben den Quest ja schon geschafft. Genau. Schön. Yeah. Ach man, ich kann es jetzt echt nicht einschätzen. Ach, ein bisschen machen wir noch, oder? Dass es sich noch gelohnt hat, dass ich die Mucke jetzt wenigstens auch im Nachhinein angemacht habe. Nächstes Mal denke ich dran, wenn ich nicht den Stress mit dem Tablet habe. Ich weiß auch nicht, ob die Cam überhaupt noch an ist. Keine Ahnung, wie viel Speicher ich auf dem Tablet habe. Aber ich glaube, wir heben das jetzt uns einfach auf. Ich mache hier einfach noch die Quests offscreen und dann die nächste Ladung an Quests machen wir dann im nächsten Part. Und ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich echt freuen, wenn ihr das Video vielleicht teilen würdet, wenn wir dann die Community wirklich auch aufbauen können, dass auch ihr was davon habt. Wenn ihr mal Fragen habt, dann könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Fragen in den Kommentaren seht, die natürlich wieder beantworten. Aber ihr macht es ja sowieso schon ziemlich gut. Also, ich level hier jetzt natürlich noch ein bisschen, aber ich nehme euch dann natürlich jetzt auch noch bisschen mit und wir sehen uns im nächsten Part, der bald kommen wird. Bis dann.